Hey Leute, willkommen zurück zu Guardian Quest. Wir durchkämmen nicht die Wüste, wir durchkämmen das Moor. Spaceports lässt grüßen. So, ich wollte auf jeden Fall die Kämpfe hier noch mitnehmen. Wir haben noch 5 Tage, bis der Rissfürst auftaucht oder bis der aufsteigt, was auch immer das heißen mag. Davon lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt hier auch schon eine Menge Sachen nicht mitgenommen. Gut, aber Moment, wie ist das eigentlich? Werden die Punkte irgendwie mal wieder neu, mit der Zeit neu aktiviert? Ich habe da jetzt noch gar nicht so drauf geachtet. Ah. Gute Frage. Wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. So, wir gehen jetzt zu dem Gefecht hier, glaube ich. Oder besser wäre es wahrscheinlich, wir würden das hier mitnehmen und das hier oben, weil da gibt es noch jeweils einen Boni dafür. Deswegen, ja. Gut, der Punkt ist dann hier aber so ein bisschen isoliert. Ja gut, wir haben jetzt nur noch 5 Tage. Ich weiß auch nicht genau, was dann passiert. Deswegen sage ich mal, wir gehen jetzt einfach mal hier rechts lang und nehmen dann die 3 Gefechte mit. Das sollte kein großes Problem darstellen. Gebiet gibt 3 Vorräte bei Abschluss. Ja, warum nicht? Können wir auch gut mitnehmen. Absichten der Gegner sind verborgen. Das ist zwar ein bisschen doof. Das erinnert mich immer an das Sneko-Auge in Slay the Spire. Das war aber noch viel döver. Da habe ich mir auch ein paar Sachen erlaubt in meinem Slay the Spire Let's Play. Aber das nur nebenbei. So, wir tun auf jeden Fall, du gehst mal runter. Wir meucheln. Genau. Machen wir das so. Wollen wir irgendwas behalten? Ja, ich glaube, nee. Gut, was haben wir denn hier? Aufreißen ist schon mal super. Das wäre natürlich auch super. Aber ich glaube, er kann nur ihn angreifen. Das ist halt schon ein bisschen... Das wäre schon ein bisschen so ein Overkill. 3 Blutung. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt mit hier... Nee, du gehst erstmal in die Mitte, dann gucken wir doch mal kurz. Kann ihn angreifen und er kann ihn angreifen. Ja, auf jeden Fall sollte das dann 20 Damage. Nehmen wir hier bei ihm nochmal aufreißen. Und dann haben wir hier, müsste sie einmal nach vorne gehen. Machen wir mal eine Welle. Das brauchen wir jetzt mal gar nicht. Regenerieren brauchen wir auch nicht. Wir haben noch einen Punkt, dann sollte ich die auf jeden Fall nochmal verschieben. Aber ich glaube, sie kann ihn da oben nicht angreifen. So, einmal verschieben bitte. Dann haben wir hier einmal einen Streich. Dann machen wir das nämlich so. Nee, das lassen wir dann auch. Und... Das können wir ruhig einmal spielen. Die hat dann hier auf jeden Fall das. Ach, das passt halt nicht, ne? Ja, gut, das können wir jetzt spielen, aber nehmen wir einfach mal die Karte. Heilender Wind. Aber das war jetzt doch ein bisschen blöd. Kommt drauf an, ob er jetzt angreift oder nicht. Will die halt immer im Kampf noch aufs Maximum hochheilen. Meucheln und dann war's das. Dann hätten wir das jetzt auch. Die werden vielleicht sogar gleich noch Level 22 aufreißen. Ja, ist jetzt nicht so toll. Was haben wir hier? Band des Blutes. Angriffsschaden, Geschicklichkeit. Großer Ausdauertrank. Stärke. Oh, Band. Dann nehmen wir Band des Blutes. Dann will ich jetzt aber mal kurz gucken. Ja, genau. Bei dir fehlt noch ein Ring. Stimmt. Dann können wir... Max TP ist jetzt nicht so toll. Angriffsschaden und Geschicklichkeit, das ist auf jeden Fall schon mal sehr nützlich soweit. Gut, und dann haben wir auch mal was in den Ausrüstungsslot mit drin. So, dann waren es noch 4 Tage. Und da haben wir 16 Gegner in 4 Wellen. 112% mehr Gold. Ja gut, Gold ist jetzt nicht so wichtig. Ich will die XP haben.
So, wie machen wir das jetzt? Ich würde doch mal sagen, wir greifen mal die Spinne an. Was bekommen wir? Verstärken ist jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Ansonsten, gut, das wäre jetzt auf jeden Fall schon mal besser, der Angriff. Dann haben wir noch einen Punkt, dann gehst du mal bitte in die Mitte. Behalten wir was auf der Hand, das ist die große Frage. Gut, das ist jetzt alles... Ah gut, Verstohlenheitsangriff, nehmen wir den. So, Sturzangriffszone, das ist schon mal super. Wobei ich doch wirklich sagen würde, ah ja, das ist ein bisschen blöd mit den Gegnern, die ich da angegriffen habe. Aber das sollte soweit dann doch erstmal passen. Schalten wir die erstmal aus. Dann hätten wir das schon mal. Und was machst du jetzt? Das ist die große Frage. Du gehst erstmal bitte dahin. Dann, du kannst nur nach vorne angreifen. Das ist halt doof. Und sonst so. Ach, du bleibst da jetzt erstmal. Bekommst einmal Schildabwehr. Jetzt hätte ich auf jeden Fall gleich gerne noch mal eine Sturzangriffszone. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal verschieben. Dann machen wir das doch. Dann haben wir einen Verstohlenheitsangriff. Der passt auf jeden Fall da jetzt auch schon mal super. Und zwar... Ja, du willst jetzt leider... Jetzt wollen die hier unten angreifen, aber die schalten wir trotzdem schon mal aus. Dann haben wir... Ja gut, erstechen können wir halt spielen. Ja gut, machen wir das so. Können wir direkt Spinne da ausschalten. Und dann hätten wir das schon mal. Karte behalten. Nein. Kommandoschrei. Ja, warum denn nicht? Wir können eh nicht zweimal Scharmütze spielen. Dann machen wir das halt so. Und dann benutzen wir... Moment, ihr wollt beide die angreifen. Kann ich jetzt leider nicht angreifen. Da hätten wir nochmal eine heilige Welle. Die Spinne könnten wir erledigen. Stehen da gerade alle ein bisschen doof. Wir können auf jeden Fall einmal Schildabwehr benutzen. Dann knipsen wir dich zumindest schon mal aus. Dann bekommt sie jetzt ein bisschen Schaden. Oder auch nicht. Ach nee, genau, er hat den Schaden abgewehrt. Deswegen haben die auch die Position getauscht. Stimmt, da war ja was. Gut, giftige Bombe. Machen wir das so. Du bleibst mal da oben stehen. Dann greifen wir auf jeden Fall erstmal dich an. Karte wollen wir davon nicht behalten. Angriff verstärken ist schon mal ganz nett. Aufreißen ist auch ganz nett. Wie machen wir das denn jetzt mit... Reißen wir dich mal auf. So, Angriff verstärken. Machen wir mal mit... Beziehungsweise bei dir. Dann noch einen Hieb hinterher. Dann bist du erledigt. Parieren können wir ruhig einmal benutzen. Und was hast du denn jetzt hier Tolles? Gut, die Heilung wäre jetzt auf jeden Fall ein bisschen Overkill an der Stelle. Erschlagen... Ja, nee, dann müsste ich das erst kanalisieren. Ein gerechter Schlag wäre, glaube ich, ganz nett. Aber wir könnten den auch benutzen. Dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir hier noch einen gerechten Schlag. Und dann können wir zum Abschluss nochmal erschlagen, hinterher spielen. Weil wir durch Kanalisieren die Kosten so weit gesenkt bekommen haben. Ja gut, das macht jetzt... Nee, das macht keinen Sinn. Ja, hätte ich schon machen können, aber für, bei 3 EP, bei 3 TP ist das halt... Kann ich es mir ehrlich gesagt auch schenken. Gut, wir hätten hier mal wieder Meucheln. So, machen wir dich erstmal platt. Dann haben wir hier noch einen Streich. Das geht so nicht. Das ist natürlich nicht so toll. Dann gehst du halt runter.
Und ja komm, behalt mal den Streich. Machtdemonstration. Sturzangriffszone. Und dann sind die zwei auch. Hey, könnte ich das auch noch anders machen? Das wäre. Naja, das geht bei dem nicht. Nee. Nee. Gut, entweder die zwei oder die zwei. Nehmen wir erstmal die zwei. Frage ist, ob das jetzt schon reicht. Leben da. Geht halt nicht. Hahaha. Das ist echt ein bisschen doof. Gut, sie könnte jetzt die Position wechseln. Dann wird es auf jeden Fall schon mal gehen. Aber ansonsten können wir da jetzt nicht so viel machen. Ich gucke einfach mal, was kriegen wir denn hier? Halt alle Verbündeten um 10 TP. Ja gut, dann werde ich die jetzt mal spielen. Sprunghieb. Ah, den könnte ich, glaube ich, auch mal entfernen. Ist jetzt nicht so toll, ganz ehrlich. Es ist vielleicht, das ist mehr sowas für, wie für, ja, für Bossgegner. Aber der andere Kram ist jetzt nicht so toll. So, machen wir das mal. Dann spielen wir hier ruhig einmal parieren. Ich behalte den jetzt trotzdem mal. Mal gucken, was wir kriegen. Sturzangriffszone. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Können wir jetzt auch... können wir da oben leider nicht ausschalten. Verarzten. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das brauchen wir gerade hier mal komplett nicht. Die ist ein bisschen sehr stark auf Heilung. Die fällt dann manchmal zu oft aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen schon ein Problem an der Sache. Dich würde ich gar nicht erwischen. Dich würde ich damit... Damit würde ich dich erwischen. Gut, machen wir das. Dann, ja, das geht halt nicht. Wie ist das denn, wenn du nach vorne gehst? Dann würdest du den sogar treffen. Oder die... Ist ja eine Fledermaus in dem Fall. Gut, Bogen... Zerreißer Morgenstern, was haben wir hier? Oh, Anhänger der Träume, gibt Klarheit, wirft eine Karte ab, erhält einen AP. Das ist auch ganz nett, glaube ich. Plus eine Karte ziehen, 15% weniger Intelligenz. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Mittelgroßer Heiltrank, Rune des Spiegels. Ich glaube, ich nehme einfach mal hier den Anhänger. Dann können wir ja eben mal kurz gucken. Das ist gar nicht mal so blöd. Stärke Karte ziehen hat er hier auch. Intelligenz braucht er halt nicht. Und bei ihr ist es halt, sie hat Emils Tugend. Ja gut, was hat er hier? Geschicklichkeit. Also ich würde fast sagen, das wäre eher was für ihn, oder? Das ist gar nicht mal so blöd. Machen wir das so. Vor allen Dingen für sie ist das auch nicht unbedingt was, weil sie kann kanalisieren. Deswegen, ich glaube... Bei Lucius kam das jetzt schon das ein oder andere Mal vor, dass da vielleicht ein AP gefehlt hat. Deswegen kann das durchaus hier und da mal nützlich sein. So, ich will jetzt aber auf jeden Fall erst nochmal das Event hier mitnehmen. Vielleicht gibt es hier ja noch was Tolles. In der Wildnis begegnest du einem Waldläufer. Er erzählt dir tolle Geschichten über seine Jagden auf verdorbene Tiere, inklusive ausführlicher Beschreibung seiner Methoden. Je nach Tipps zum Bogenschießen fragen. Gut, das können wir dann hier auch wechseln. Ihn überfallen ausfragen, die er benutzt. Eine Fertigkeit lernen. Das sind Fertigkeiten ablehnen. Ja gut, damit kann ich jetzt nicht so was anfangen. Aber ich glaube, dieses Event gibt es bestimmt für alle Klassen. Würde ich mal drauf tippen. Auf jeden Fall für mehrere. Gut, das ist jetzt echt... fallen und... Ja, nee, das wäre höchstens was für ihn, aber... nee, das ist, passt nicht so wirklich. Hätte ich einen Bogenschützen dabei, dann wäre das super, aber so, ja, nee. Lassen wir das mal. Gut, tödliches Gefecht, mehr EP, fallen auf Gruppenseite des Schlachtfelds. Gut, das ist einfach nur was Normales, dann machen wir das auf jeden Fall nochmal. Da oben haben wir dann auch noch ein Lagerfeuer.
Alles klar, gut. Auslöschen, Verstohlenheitsangriff. Ah, das ist natürlich schon 62 Damage, sind jetzt auch nicht so zu verachten. Doppelter Hieb, dann bist du nämlich schon fast... Ich hätte ihn erst verschieben sollen. Verdammt. Auslöschen. Behalten wir die Karte mal. So, und du machst jetzt was? Was mal... Naja, du kannst da jetzt nicht runter. Das ist halt schon ein bisschen blöd. Ansonsten würde ich mal sagen, wir werden jetzt... Was werden wir denn? Du willst da angreifen, du willst ihn angreifen. Alles klar. Jede Menge Gift. So, dann nehmen wir mal... Ah, du kannst ihn gar nicht angreifen. Natürlich auch toll. So, gut, dann greifen wir dich an. Dann machen wir das einmal so. Alles klar, dann bist du jetzt noch dran, heilige Macht. Gut, ich müsste jetzt eigentlich schon noch... Du kommst mal hier runter, dann nehmen wir die heilige Dauerwelle. Dann können wir dich direkt ausknipsen. Das geht halt nicht, das geht auch nicht. Brauchen wir aber auch gar nicht. Auslöschen hätten wir jetzt wieder. Gott sei Dank habe ich das auf der Hand gelassen. So. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde mal sagen, passen dir erstmal was. Beschleunigen. Meucheln hätten wir da. Na gut, aber das ist ganz. Ist okay. Meucheln können wir behalten. Schutzangriffszone ist an der Stelle jetzt eher nicht so praktisch. Auf der anderen Seite, wir können dann die Spinne da oben direkt ausknipsen. Dann kann Katrin hier unten die Fledermaus erledigen. Die hatte ja auch nicht mehr viele TP. Da sind immer noch nicht Level 22. Ring für mehr Gold. Ansonsten, Ingvars Stampfer gibt Sturztritt. Entfernt beim Spielen von Sturztritt 2 Schwächungszauber vom Virga. Plus 2 maximale TP, plus 1 Stärke. Sturztritt bewegt sich in die vordere Reihe der anvisierten Bahn, verursacht 19 Schaden, fügt für jedes durchlaufende Feld 5-mal Verwundbarkeit hinzu. Ja, gut. Hm. Nehmen wir das mal mit, aber ich würde schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt, die sind jetzt nicht so praktisch. Beiseite treten benutze ich aber auf der anderen Seite auch nicht so wirklich. Initiative, okay. Er bekommt mehr TP, Stärke, dafür hat er weniger Initiative. Ich glaube schon, dass die besser sind. Dann machen wir das nämlich so. Gut, dann haben wir noch einen Tag. Und wie nutzen wir den Tag? Wir starten hier nochmal ein Gefecht. Da gibt es mehr Initiative für uns bei Kampfbeginn. Oder während des Kampfes. Und wir finden da noch eine magische Rüstung. 2 starke Handlanger gibt es da. Und Stufen der Gegner sind um 1 erhöht. Gut, das sollten wir aber auf jeden Fall auch locker hinbekommen. Würde ich jetzt mal... drauf tippen. So. Das wäre schon okay. Das wäre... Ja, gut. Ich würde erstmal dafür, dass wir... Machen wir das mal so. Oh, und da musste ich kurz niesen. Gott sei Dank habe ich mich rechtzeitig gemutet, sonst wärt ihr jetzt taub. Okay. Du willst eine Menge Schaden machen. Es ist auch eher besser, wenn ich mit dem Schurken hier hintere Gegner angreife, weil der hat schon mehr Reichweite. Lucius wird da halt nicht drankommen, wahrscheinlich. So, und ansonsten hätten wir dann hier noch, du willst... Ja, machen wir das erstmal so. Alles klar. Behalt mal die Karte. Dann haben wir hier... Ja, das wäre schon okay... Schaden. Das ist ja auf jeden Fall mehr Damage. Ansonsten, die sind alle recht teuer. Kann ich jetzt nicht so wirklich damit anfangen. Und er verschiebt sich dann auch noch mit der Karte. Der ist natürlich super. Dann hätten wir jetzt hier noch einen doppelten Hieb. Vielleicht können wir dann den da noch mit rausnehmen. Das wäre doch schon mal ganz nett.
Gut, du gehst dann mal bitte runter. Dann benutzt du... Ja, das reicht nicht. Das reicht aber. Alles klar. Beschwört hier auch noch so Sachen. Okay, meucheln. Dann beenden wir mal dein Leid. Dann haben wir noch mal... Ja, erstechen funktioniert jetzt leider nicht. Ja gut, ich kann noch mal runterschieben, aber das macht eigentlich... Ist egal, weil ich gehe mal stark davon aus, dass der Zombie da jetzt eh drauf gehen wird. Klarheit können wir spielen, aber ja, gut. Können wir im Prinzip auch knicken. Weil... Schweres Blocken, ja super. Mit den Karten kann ich halt nichts anfangen. Ja, ich hätte es mir schenken können. Ist ja schon gut. So. Katrin ist Level 22. Immerhin, was haben wir hier? Latschen der Entropie. Das war das wieder mit Rüstung. Stärkebasierte Würfe, Beweglichkeit beim Wechseln des Feldes und ein Ledergürtel. Ledergürtel? Hast du hier einen Ledergürtel, Kollege? Und wenn ja, was hast du für... Ja, genau, du hattest Umbra. Bei Heimtücke ist echt... Ist trotzdem besser, würde ich mal behaupten. Gut, bei dir können wir jetzt hier nochmal was gucken. Was machen wir denn? Ich würde fast sagen, wir kopieren mal hier so einen gerechten Schlag, oder? Dann können wir mehr kanalisieren. Warum nicht? Dann hätten wir auch noch einen Angriff mehr. Sie ist da eh ein bisschen... dünn aufgestellt, aber sie hat schon eine Menge Karten. Okay, dann machen wir das mal so. Hier, einmal gerechter Schlag. Bitte duplizieren. Weil mehr Heilung braucht sie definitiv nicht. Der Riss fürs Besitz maximale Macht. Was auch immer mir das jetzt sagen soll. Wir sind eigentlich auch schon viel zu weit oben, wenn wir die Quest mitnehmen wollten. Da machen wollten. Wir müssen eigentlich hier wieder runter. Wir sind ja eigentlich aus dem Moor schon lange raus. Aber gut. Wenn ich jetzt hier oben schon bin, dann werde ich auch die Gefechte noch mitnehmen. Weil dann wieder irgendwie dahin zurückgehen, da habe ich auch keine Lust drauf. Gut, da oben wäre noch ein Teleporter. Aber wir nehmen die XP jetzt hier einfach mal mit. Du verschiebst dich mal bitte dahin. Auslöschen hätten wir dann hier. Okay. So. Du bist ja echt... Böse. Streich reicht leider nicht. Ha, das war jetzt nicht so toll. Dann hätte ich mich vielleicht mehr auf den nach vorne konzentrieren sollen. Nehmen wir die Karte mal mit. Wen willst du eigentlich angreifen? Du willst... Okay, dann habe ich erstmal... Kann ich nochmal Luft holen, was das angeht. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Sturzangriffszone. Das heißt, wir könnten jetzt... Ich glaube, das werde ich auch machen, ganz ehrlich. Dann machen wir das nämlich so. Dann ist sie noch da und wir... Ah, du müsstest dann runter, ne? Ja. Gut, dann geh mal runter. Knipsen wir ihn auf jeden Fall schon mal aus. Karten sind eingefroren, also teurer. Wobei, ja gut, 3 plus 1, ja. Das ist echt doof. Okay, gut, dann an dich da hinten komme ich sowieso nicht dran. Dann greifen wir doch erstmal dich an. Ansonsten behalten wir die Karte mal. Spitz es mal bitte. Machtdemonstration, dann haben wir hier... Ja, gut. 36, das wird halt auch noch nicht ganz reichen. Machen wir das einmal so. Okay, machen wir das zweimal so. Dann bekommst du hier einmal ein Schutzschild.
Und du kannst jetzt... einmal... ihn angreifen. Dann haben wir hier noch erschlagen. Das reicht aber leider nicht. Egal, okay. Was die Sachen jetzt hier angeht... einmal von hier aus Schildabwehr. Oh, das wird aber schon reinhauen. So, giftige Bombe. Angriff verstärken, okay. Verbrennen. Dann 12 Damage. Wir würden Schaden bekommen. Das ist jetzt die Frage. Damit würden wir die schon erledigen. Machen wir das einfach mal so. Gut, dann einmal Zug beenden. Und wir haben jetzt hier einmal das. Und dich kann ich so jetzt nicht erreichen. Das ist natürlich toll. Ha. Ja, das wäre dann... das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Wen willst du denn jetzt? Du willst ihn? Oh, ihn komplett. Okay. Ha. Sind alle zu teuer, oder? Hier, nee, das reicht sogar. Das müsste reichen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann kommt man den doch noch erledigen. Alles klar, die sind jetzt auch Level 22. Dann haben wir hier Heizhahn der Wolken. Gelegenheitsangriff kennen wir ja schon. Dann haben wir hier Füßlinge der Himmel. Verschiebung. Initiative, kritische Treffer beim Wechseln des Feldes, Giftresistent. Das wäre halt wieder was für einen Schurken. Ansonsten Anhänger des Ases. Hatte ziehen Eisresistenz, Gelegenheitsangriff. Nee, und die Tränke, gut, Tränke könnte ich mir im Prinzip auch so kaufen. Dann würde ich erstmal gern gucken. Weniger Initiative, bekommt Wachsamkeit. Aber ich bin, glaube ich, mehr für kritische Treffer beim Wechseln des Feldes. Und dann nehmen wir das nämlich. Alles klar. Und ich weiß jetzt nach wie vor nicht, was das mit der maximalen Macht hier bedeutet. Sind dann die Gegner stärker? Verstehen wir, habe ich das richtig verstanden? Gut, dann haben wir noch 16 Vorräte. Wir können dann wieder auf jeden Fall entweder hier nochmal zum Schrein oder darunter. Ich glaube, ich gehe aber nächstes Mal direkt darunter. Und dann können wir auch hier noch die Skillpunkte ausgeben. Aber wie gesagt, das machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.